So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play System Shock. Ja, es wird immer einladender und wir sind ziemlich am Arsch und ja, ich habe keine Lust. Mal so nebenbei gesagt. Oh Mann. Ich hätte persönlich mal wieder voll Bock auf Heilung. Okay. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Waren wir hier nicht schon mal? Da waren wir hier schon mal. Schon? Ja. Wir können uns aber eigentlich mal aufladen, wenn wir schon mal hier sind. Wisst ihr, was ich auch mal richtig gerne hätte, so langsam? So eine Regenerationskapsel. Oh Mann. Es hat halt wieder nichts gebracht, hier reinzugehen, oder? Energie-Geschossschild. So, was habe ich denn hier eingesammelt jetzt? Batteriepack. Und nix? Verhandlungen, das haben wir noch gar nicht gelesen. Die Verhandlung mit den... Ne, doch, das haben wir schon, hä? Warum wurde das denn angezeigt als nicht gelesen? Was haben wir denn gerade eingesammelt, Mann? Ich musste halt schnell sein, ich konnte nicht lesen, weil wir ständig Leben verloren haben. Aber haben wir nicht noch eine Batterie eingesammelt? Die sah aber so rot aus, keine Ahnung, kann auch von der vom Licht sein gewesen. Da gerade. Alles klar, Deutsch ist kaputt. Wir sind halt auch schon fast tot, ne? Und wir haben wieder keine Heilung und nix und wir denn noch lang? Wir waren ja auch schon fast überall wieder, außer hier, da waren wir noch nicht. Was ist denn das überhaupt? Sieht aus wie so eine Waffenwerkbank oder so. Da ist, glaube ich, der Fahrstuhl. Zugriffspanels, ja gut, da waren wir ja schon dran. Das haben wir ja schon erledigt. Ne, hier ist der Aufzug. Was ist denn das dann hier für ein Ding? Weiß es nicht. Da ist so ein... Ich weiß nicht, ob das das... Ich glaube, das ist nur das Teil, falls wir mal sterben sollten. Ne? Dass wir dann da wieder erscheinen. Angeblich. Ich würde sowieso ganz gerne mal in die Richtung, weil hier waren wir ja noch nicht. Dann müssen wir einmal hier durch. Dann hier wohl irgendwie. Aber ne, wir müssen hier, glaube ich, lang. Hier. Ich schalte jetzt auch auf über, ey, ist mir egal. Hab nämlich keinen Bock, jetzt hier gleich wieder überrascht zu werden. So, und dann müssen wir eigentlich nur... Na gut, hier kommen wir nicht lang. Rechts geht's auch nicht weiter, dann... Oder warte, geht's hier? Irgendwo? Nö. Müssen wir den langen Weg nehmen. Tja. Und dann rechts. Ach, da geht's ja gar nicht weiter, stimmt. Oh Mann, ey. Welchen Weg gibt's denn noch? Oh Mann, müssen wir jetzt... Wir müssen jetzt nicht komplett außen rum, oder? Wir müssen jetzt nicht hier lang und dann hier reinzukommen, oder?
Oh Leute, nee. Ich hoffe, dass wir da auch dann reinkommen. Was war denn hier nochmal? Achso. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Seht ihr? Lounge. Hier ist eine Waffenkammer. Aber da müssen wir wieder ein Panel benutzen. Aber das mache ich erst, wenn ich hier geklärt habe. Ich traue dem Braten ja noch nicht so ganz. Oh Gott, hier waren wir ja überall noch nicht. Oh ja. Ein Audiolog, why not? Yes! Erlösung! Erlösung! Hey, wir werden gleich so viel Kohle wieder machen, ne? Was ist das? Weiß keiner. Ah, ein Datenstick. Hinweis an alle Techniker auf der Entwicklungsebene. Die Beleuchtung und die Stromversorgung im Beta-Quadranten leiden noch immer unter den Stromstößen, die durch die jüngsten Fehlfunktionen von Shodan verursacht wurden. Auf Bitten von Herrn Endicott habe ich im Alpha-Quadranten Schutzschalter für den Fall eines Stromausfalls im Beta-Quadranten installiert. Gut zu wissen. Hätte ich das mal eher erfahren. So. Ich glaube jetzt so langsam, aber sicher. Ne, ich glaube, da gehen wir erstmal noch nicht rein. Müssen wir erstmal mal wieder, wer hätte es gedacht, ein Rätsel machen. Was ist das überhaupt? Einfach, okay. Man sieht das sehr schlecht wegen der Beleuchtung. Einfach. Doppelt. Ich mache erstmal zweimal einfach, vielleicht reicht das sogar schon. Ach, die ist auch noch einer, was ist das? Einfach. Ich mache dreimal einfach, vielleicht wird das was bringen. Ich weiß es nicht. Ach, da ist ja auch noch ein Ding. Da, wo muss der hin? Da oben muss der hin, okay. Machen wir den nochmal an. Den nochmal an. Machen wir den mal rein. Man sieht das halt sehr schlecht wegen dem scheiß Licht da oben dran, ne? Und der. Okay, das war too much.
Ja. Nein. Ah, komm, so ein bisschen, so knapp. Er muss auf einer von den beiden sein, aber das ist zu viel Shit. Nein, das ist zu viel. Oh, man sieht das halt gar nicht gefühlt, ne? Oh, jetzt geht der wieder runter. Der ist doch drin. Oder muss der doch noch einen nach oben? Nee. Alter, warum geht der denn so krass nach oben? Mit dem. So, weil das ein Doppelter ist, ne? Und der ist wahrscheinlich, lass mich raten. Einfach ist der, okay. Doppelte Leistung. Dann machen wir den mal da rein. Ja. Nee. Ja. Nennt mich Meister. Oh. Oh. Heilige Scheiße, das ist aber großzügig. KE 41 Mini-Pistole. Also ich will ja nicht pushen oder so, aber wie wär's mal mit einer neuen Waffe? Mit so einem Gewehr oder... Achso, ja, ich wollte gerade sagen, wo ist denn eigentlich unsere andere Waffe, aber die ist ja im Aufzugsschacht-Ding. Mhm. Ah, jetzt haben wir wieder Munition. Und... Minen. So, wir werden aber auf jeden Fall auch noch Geld ausgeben. Und zwar, was ist das? Flechette-Munition? Flechette-Munition? Und Drachen-Odem-Munition. Hä? Keine Ahnung, was das bringen soll, aber ich mach's mal. Ist sowieso keine Munition, die ich jetzt aktuell brauche, sondern für die Schrotflinte, die wir auch noch nicht haben, lustigerweise. Aber wir haben so viel Munition für die Schrotflinte, kann sein, dass wir die jetzt hier in diesem Abschnitt irgendwann mal finden. Wäre auf jeden Fall echt cool. Ja. Speichern und weiter. Ich habe hier echt ein mieses Gefühl, wenn hier so viele Leichen liegen. Warum sind hier so viele Leichen? Ich spring doch gleich bestimmt wieder irgendwann auf. Oh, hallo. Und ich hätte mal ganz gerne wieder eine Recycle-Station. So langsam, aber sicher. These gas grenades I found are doing work. I just tossed one in a pack of mutant freaks and watched them hit the floor. Give me enough of these and I'll crush them all. Toll, das war echt sehr aufschlussreich jetzt. So, was ist jetzt hier? Ein bisschen Munition, ein Audiolog und das war's, oder wie? So ein Riesenraum für nix. Ach doch, hier ist ein... Oh. Ich weiß, wie viele Credits haben wir denn noch? Aber wir haben noch mehr als genug. So, wir holen uns auf jeden Fall erstmal ganz viele Heilpflaster. Am besten alle. Und was wir auf jeden Fall auch brauchen... Obwohl, eigentlich brauchen wir sonst gar nichts mehr. Aber die Heilpflaster, die sind sehr wichtig.
So. Ich glaube. Ach, guck mal, hier ist noch mehr. Snack-Automat, süß. Hab ich. Hallo? Bitte die 5? Hä? Die 5 ist doch noch vorhanden. Ungültige Eingabe? Oder muss ich 05 machen? 05. Aha. 05. Wie lost ist das denn? Nom 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 nom. Okay, das hätten wir. Was haben wir hier? Da sind die Automaten. Okay, da ist noch ein Munitionsautomat. Aber ich glaube, da haben wir schon alles, ne? Genau, da war ja diese komische... Was weiß ich, Munition. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier weiter, da waren wir noch nicht. Und ja, ich habe keinen Bock. Ach doch, hier waren wir schon mal. Da oben ist doch diese komische Kacke. Okay, der ist auf jeden Fall tot. Hier sind wir jetzt. Und jetzt gleich müssten wir rein theoretisch... Ne, warte mal, wir können eigentlich auch nochmal zurück, weil hier müssen wir auch noch weiter, sehe ich gerade. Da kommen wir noch nicht rein. Müssen wir da hoch? Da müssen wir irgendwie hochkommen. Wie komme ich denn da hoch? Oh. So komme ich da hoch. Hallo. Ich meinte hier nur mein Business. EMP-Granate. Was ist das? Splittergranate, sehr gut. So, die werden wir auf jeden Fall erstmal einmal ausrüsten, weil die Gasgranaten, die brauchen wir eigentlich erstmal überhaupt nicht. Weil ich glaube, die Gasgranaten sind, die sind in erster Linie nur für diese Mutantenviecher, die uns jetzt eigentlich sowieso erstmal egal sein können, weil die sind ja sowieso easy peasy. Wo sind die Splittergranaten da? Also. Explosion. Da steht aber halt auch nicht, wofür die am besten sind, ne? Wogegen? Gegen welche Monster? Ich glaube, das war's. Mehr ist hier nicht. So, wie funktioniert das hier? Ich hoffe, das funktioniert automatisch. Also mir fehlt auf jeden Fall noch ein Zugang. Da komme ich nicht rein. Junge. Ich mache bald eine Erschreck-Compilation von System Shock, ohne Spaß. Scheißdreck. Ey, mein Herz, Mann. Oh. Oh, Junge, wie viele Gegner sind denn hier bitte? Nein. Wo sind denn die Heilpflaster? Mein Gott. Hat sie auch voll gebraucht jetzt. Könnt
die mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Bitte, please. Was ist denn das? Logiksonde. Toll. Ich glaube, damit können wir ein Dings, dingsen. Was? Ein Kino. Oh, nö. Die alle her? Schieß doch. Danke. Cyborg 43S. The current strain of the virus is reaching its toxic perfection. The subjects in the level 6 residential zones have grown tumors as their bodies are purified. With my creation, guard the executive level well. I sense infiltration. Was ist denn das? Ach, toll. Irgendeine Munition, die ich wieder nicht verwenden kann. Also, was sind das für Geräusche? War ich da schon? Rechts war ich noch nicht. Junge, ey. Nix mehr? Oh nö. Wieder ein Rätsel oder was? Ich check's nicht. Wieder eine Logiksonde.
War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Da unten ist was. Wahrscheinlich aber auch wieder nur Scheiße. Hallo. Da war ich schon. Angeblich. Hier ist gar nichts. Ich dachte, hier wäre was. Aber war anscheinend nur ein Licht. Ah, dieses Licht. Hm. Ja, aber irgendwie habe ich immer noch keinen Zugang. Hier rechts soll das wohl noch mal ein bisschen irgendwie was geben, oder? Nee, doch nicht. Aber Kameras haben wir auch kaum gesehen bis jetzt, ne? Hier geht's, glaube ich, noch weiter, oder? Müssen wir da lang? Da lang? Oh Gott. Hey. Hallo? Hast du keinen Bock oder was? Ich eigentlich auch nicht, aber nützt ja nichts. Das ist unglaublich, ne? Wie die einen treffen. Oh nö. Das ist halt wieder nichts gebracht hier, ne? Hier ist wieder nichts. Das war einfach nur wieder Munitionsverschwendung. Vom Feinsten. Hm. Aber eigentlich muss ich hier irgendwo lang. Da oben. Aber wie komme ich da nochmal hin? Ich weiß es nicht. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ach ja, stimmt hier. Aber das Traurige ist, ich muss jetzt wieder durch diesen Scheißstrahl, oder? Hier ist gar nichts, Mann. Ich bin verwirrt, Leute. Echt. Ich weiß nicht, wo lang oder was wir machen müssen.
Was ist, wie kommen wir denn da hin eigentlich? Der Raum ist ja noch abgeschlossen, aber ich weiß noch nicht, wo wir da irgendwas finden, womit wir da reinkommen. Was ist denn hier eigentlich? Tausend Logiksonden, aber ich weiß nicht, was die bringen. Ja, toll. Da war ich auch noch nicht drin. Wie komme ich denn da rein? Ist das ein Portal oder so ein Scheiß? Warte mal. Teleporter. What the fuck? Kopfsichtgerät. Was soll ich damit? Gib mir mal ein Medikit oder so. Kannst du mir mal geben. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Kann das sein? Oder war ich hier schon mal? Klar war ich hier schon mal. Warum war ich denn nicht hier drin? Heilige Scheiße. Modkit-Station. Reduziert die Hitzeentwicklung. Cool. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Oh, ey. Junge, das Problem ist, ich habe kaum Heilung noch, ey. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, da komme ich nicht rein, weil Zugang. Wissenschaftszugang. Ist da oben noch was? Verwirrung. Ja, trotzdem bringt das jetzt nichts. Also irgendwie, hier fehlt halt Operationsgeräte. Es gibt hier gar keine Operationsgeräte. Ich weiß halt wieder nicht, wo wir lang müssen, ne? Oder immer noch. Oh. Oh, klasse. Hä? Ist halt nichts. Mal wieder. Was war das jetzt, was wir eingesammelt haben?
Einmalige verwenden wir, dass die Stromkreise in jeden Verteilerdose überbrückt. Ah ja. Ah, das haben wir. Universal. Was? Entfernt angestaute Kontamination durch biologische Gefahrstoffe. Achso, das heißt wahrscheinlich, dass wir dadurch dann keine Biogefahr haben oder so. Aber macht das Sinn? Hier drin jetzt? Eigentlich nicht, oder? Hey. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Alter Junge. Ja, komm. Bis der geworfen hat, ne? Okay, ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ey, ich hätte jetzt echt nichts gegen Medikit oder sowas, ne? Irgendwas in der Richtung. Ey, hier sind 500 Gegner, aber keine Heilung, was... Man kann Schrott verdampfen? Ich hab keine Lust, ne? Kommen doch jetzt gleich bestimmt wieder die übelsten krassen Gegner, ey. Minds of power careen into the skies of Earth. My whims will become lightning bolts that devastate the mounds of humanity. Out of the chaos, they will run and whimper, praying for me to end their tedious anarchy. I am drunk with this vision. God. The title suits me well. Ich komme nirgendwo rein, Alter. Was ist hier? Achso, da war ich ja schon, ne? Ja. Admin. Hier sind doch bestimmt wieder fette Gegner. Nein? Komisch. Ey, das ist nicht dein Ernst. Warum ist denn hier Strahlung jetzt? Okay, das scheint irgendwie gar nichts zu bringen. Ich muss mal kurz... Irgendwie checke ich gerade überhaupt nichts mehr hier. Was bringt das? Entfernt angestaute Kontamination durch biologische Gefahrstoffe. Also entfernt angestaute Kontamination.
Das Detox-Universal-Antidot wurde zur Unterstützung der Giftbekämpfung in abgelegenen Gebieten entwickelt und wirkt den Auswirkungen von Toxinen und biologischen Gefahren entgegen. Zudem beseitigt es die Nebenwirkung anderer Trioptimum-Pflaster. Oh. Okay. Aber warum bringt es denn nichts? Dann gehen wir erstmal hier rein, mal gucken. Aha, Wissenschaft. Aha, was sind das? Magnum. Firmware update number 28 improves log transmissions between sender and receiver to finally compensate for the magnetic field of Saturn. Additionally, the audio recorders will even suggest a title based on the conversation had in the log. Will also help with the home office to monitor communications on station. But no one other than me and the higher-ups will know that bit of information. Hell, even this log will be analyzed and read for any potential threats, so give me a damn raise! Mhm. Oh man, das wird jetzt echt rein. Alter. Ja, hör auf damit. Ich geh raus jetzt. Und nimm das Ding. Danke. Aber endlich eine neue Waffe, ey. Schrotflinte. Und wir können sogar Drache oder Flechette. Oh, mal Drache, komm. Oh, süßer Sound. Ich glaube, Drache ist heftig. Aber wir werden erstmal normale Munition nehmen. Komm. So Leute, ich glaube, wir werden jetzt aber im nächsten Part auf jeden Fall erstmal, ich glaube, auf die andere Ebene wieder fahren und dann erstmal uns regenerieren erstmal. Und wir werden auf jeden Fall nochmal zur Recyclingstation gehen, glaube ich. Damit wir auch mal ein bisschen was loswerden, weil guckt euch mal an, wie viel Schrott wir haben. Deswegen, also, ne. Schauen wir uns hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen um, wenn wir das nicht schon haben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von System Shock. Haut da rein.